Ich stehe in der Früh auf und dann falle ich quasi in die U-Bahn. Und wie gesagt, habe dann 8 bis 10 Minuten, bis ich am Klinikum bin. Da höre ich meistens Musik. Komme in die Arbeit, stehe mitten in der Stadt drin. Also wirklich fast im Zentrum, das ist so dieses Zentrum-Ding. Und wir sind ein sehr großes Team. Ich glaube, wir sind sogar von den Pflegekräften mit das größte Team im Haus. Wobei man bei uns sagen muss, dass wir ein sehr, sehr selbstständiges Arbeiten haben. Also das Ziel ist immer klar vorgeschrieben. Ich will eine möglichst gute Narkose im Team mit einem Anästhesisten machen. Ich will, dass dem Patienten gut, dass der sehr schmerzfrei ist und dass der gut versorgt wieder auf Normalstation geht. Wie ich dieses Ziel aber erreiche, da gibt es einen relativ breiten Weg, den man nehmen kann und wo man eigenverantwortlich arbeiten kann. Ich glaube auch, dass man, wenn man so viel Eigenverantwortung hat und wenn einem so viel Eigenregie zugeteilt wird, dass man sein Arbeiten kritischer hinterfragt. Und ich glaube, das macht Spaß. Ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht in der Früh reinzugehen und zu sagen, ey, da habe ich Bock drauf, sondern ich glaube, wichtiger ist es, danach rauszugehen und zu sagen, das lief gut. Also heute war ein guter Tag. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, das könnte mich jetzt beschäftigen, nicht im Sinne von Patientenbild, sondern von meiner Arbeit her. Sondern ich habe das, was ich gemacht habe, habe ich gut gemacht und ich konnte es gut abliefern. Und ich konnte meine Arbeit gut weitergeben an jetzt die nachfolgende Schicht oder sowas. Und das, glaube ich, macht so diesen Reiz aus. Ich bin Steve Wachwitz, bin Fachkrankenpfleger für die Anästhesie und einer der stellvertretenden Stationsleitungen der Anästhesiepflege.